Signore e signori, accogliamo sul ghiaccio della Corner Arena il nuovo Hall of Famer bianco-nero, John Flatboy! Tja, das dritte Derby der Saison ist Gegenwart, aber wir machen noch eine kleine Zeitreise mit ihm. John Sledfall, Mitte November, 79-jährig geworden, der ehemalige Trainer, eben auch Magier genannt, wird heute als achtes Mitglied in die Hall of Fame beim HC Lugano aufgenommen. Leaders per un grande sviluppo è certamente qualcosa di speciale. E voglio adesso ringraziare una persona specialmente che ha avuto il coraggio magari, ma anche ha dato la fiducia a me da prendermi qui per portarmi a Lugano. Signor Leo Mantegazza. Ja, John Sledfall, oder wie wir heute besser wüssten, John Sledfall, er von 1983 bis 1996 beim HC Lugano tätig, anschließend noch eine Saison lang Cheftrainer in der Nationalliga beim SC Herisau, ehe er dann nach Schweden zurückkehrte. Und heute ist er auch wieder zurückgekehrt mit seiner Tochter, seinen Enkelkindern angereist und man hat mir auch mitgeteilt beim Staff des HC Lugano, der ist angekommen und alle, die er von früher kannte, hat er mit Namen angesprochen. Also das ist schon noch präsent bei ihm und eben topfit mit 79 Jahren. Ich habe ja früher als Kind immer gedacht, er hat noch bei den Filmen von Back to the Future, Zurück in die Zukunft, mitgemacht gleichzeitig. Aber das war dann eben ein anderer Christopher Lloyd. Aber die Ähnlichkeit, die ist definitiv vorhanden. Es gab ja auch noch eine weniger erfolgreiche Zeit während der Saison 07-08. Da übernahm Lugano noch einmal an der Stelle von Kent Runke, obschon er 6 Jahre davor nicht mehr als Trainer tätig war. Aber nach einem Jahr trat er dann selber zurück und jetzt also wird er hier verewigt. Vicky Mantegazza hier natürlich auch mit dabei und anscheinend sei sogar ihr Vater, der grundsätzlich keine Spiele mehr schaut, Gio Mantegazza, auch geplant, dass er 95-jährig heute hier auch noch bei diesem Derby mit dabei sein kann. Also, wenn Sie eine jüngere Zuschauerin, ein jüngerer Zuschauer sind und mal nicht einreihen können, was man meinte mit Grande Lugano, dann war das diese Zeit, als eben John Sledfall aus Schweden kam. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.